Liebe Lego-Freunde, hallo und herzlich willkommen zum Review des Sets 75265 T16 Skyhopper vs. Banta Microfighters. Das Set erschien vor kurzem im Januar 2020 und für 198 Teile müssen wir hier 19,99 € bezahlen. Mit dabei sind zwei Minifiguren und zwar ein Tuskenräuber und der Pilot vom T16. Als erstes gibt es natürlich wieder einen Blick auf bzw. in die Anleitung und da haben wir hier wieder den Vorteil, da es ja zwei mehr oder weniger unabhängige kleine Sets sind, haben wir auch zwei Anleitungen. Das bedeutet, ihr könnt hier wieder mit Freunden, Familie oder sonst wem zusammenbauen. Als erstes bauen wir hier nämlich in der ersten Anleitung den Banta und den Tuskenräuber in insgesamt 40 Bauschritten. Es gibt auch nur zwei Tüten, das heißt, in der eine ist der Banta, in der andere ist der T16, den wir dann eben in der zweiten Tüte mit der zweiten Anleitung bauen. Hier haben wir dann, 43 Bauschritte und am Ende der Anleitung nochmal ein bisschen Werbung, aber die habe ich ja jetzt eigentlich schon zu Genüge gezeigt. Ebenfalls wieder Werbung für The Skywalker Saga, was ja noch erscheinen wird in diesem Jahr. Wenn der Aufbau dann so nach ca. 10 bis 20 Minuten, je nachdem ob ihr alleine oder zu zweit baut, beendet ist, sehen wir dann das hier vor uns. Wir fangen mal an mit den Figuren, da nehme ich als erstes den T16 Skyhopper Pilot. Das dürfte eine neue Figur sein, den gab es ja vor ein paar Jahren schon mal auch in einer Neuauflage von dem Set, allerdings in groß. Das ist eigentlich ein sehr einfach gehaltener Pilotenanzug, der auch auf der Rückseite bedruckt ist und man sieht es schon, wenn wir den Helm umdrehen, gibt es das Gesicht eben auch ohne Visier. Mit Visier finde ich es aber deutlich spannender. Der Helm ist auch gleichzeitig bedruckt und wir haben hier im Gegensatz zu den 15 € Battle Packs keinen Stud Shooter oder ähnliches. Die sind dann wiederum hier hinten am T16 dran. Der Pilot hat aber eine ganz normale Blasterpistole dabei. Außerdem haben wir dann hier noch unseren Tuskenräuber, der auch einen neuen Torso- und Beinaufdruck haben dürfte, wenn ich mich nicht irre. Den gibt es ja, glaube ich, jetzt auch bei einem der Tatooine-Sets. Ich glaube, bei Obi-Wans Hütte ist er dabei. Der sieht dann so aus, der Kopf wurde ja vor ein paar Jahren geändert. Das ist ja jetzt so ein kompletter Mold wie von einem Alien-Kopf. Vorher war das einfach ein bedruckter Minifigurenkopf. Auf der Rückseite haben wir hier natürlich auch eine Bedruckung und dann eben diese typische Tuskenwaffe, wo ich gerade leider nicht weiß, was das überhaupt darstellen soll. Also das ist einfach so eine Art Kampfstab, sage ich mal. Wie ein Gewehr sieht es jetzt nicht unbedingt aus. Kommen wir zu den Modellen. Da haben wir hier unseren T16 Skyhopper, ausgerüstet mit zwei Stud-Shootern. Das ist ja bekannt, man drückt hier drauf und dann fliegt der Stud einmal fort und man findet ihn nie wieder. Außerdem haben wir hier noch so eine Attrappe von einer Kanone vorne dran, sage ich mal. Ein Display im Cockpit ist jetzt nicht vorhanden, aber wir können zumindest die Flügel klappen, wenn wir das denn wollten. Ist, glaube ich, aber eher so nicht vorgesehen. Ansonsten natürlich relativ einfacher Aufbau. Gibt auch keinen Stuhl oder so. Wir setzen einfach unseren Piloten hier rein und dann können wir damit rumfliegen und unseren friedlichen Tuskenräuber angreifen. Der kommt nämlich auf seinem Banta, das vollkommen ohne Bewaffnung auskommt. Dafür hat es allerdings hier am Kopf zwei Hörner, die allerdings sind mit solchen Pins hier befestigt, die dann wiederum allerdings so eine Lücke haben, was mir dann eher weniger gut gefällt. Den Kopf können wir ganz unabhängig bewegen und drehen. Das ist beim Schwanz allerdings nicht möglich. Da geht es nur hoch und runter. Das war beim Dubek letztes Jahr anders. Den konnte man auch hin und her drehen. Der war auch an so einem Kugelgelenk dran. Ansonsten haben wir hier ebenfalls die blanke Noppe, auf dem wir dann unseren Räuber draufsetzen müssen. Na, will er nicht? So, jetzt aber. So, der sitzt dann hier drauf und kann dann eben mit dem Banta rumreiten.
Ebenfalls können wir am Sattel dann, hier ist noch so ein kleiner Clip dran, können wir unsere Waffe hier befestigen. Aber ansonsten nichts allzu Spektakuläres zu sehen hier bei beiden Modellen. Kommen wir zum Fazit und ich würde sagen, das Set kommt nicht ganz an das letztjährige Dubek vs. Escape Pod Microfighter Set an. Wir haben hier zwar auch wieder so eine süße Kreatur, den Banter, aber ich finde gerade, weil auch sein Schwanz nicht bewegbar ist, hier fehlen irgendwie ein bisschen die Füße, die sind ein bisschen undetailliert im Vergleich zum Dubek. Da kommt er nicht ganz ran. Und auch der T-16 ist jetzt für mich nicht unbedingt so ein Raumschiff, was ich unbedingt haben müsste. Ganz zu schweige davon, dass diese Begegnung natürlich irgendwie wenig Sinn macht. Warum sollte jetzt der T-16 den Banter angreifen? An sich ist es ganz lustig, aber ich glaube, auf den T-16 könnte ich als Microfighter verzichten. Da hätte ich lieber ganz einfach nur den Banter und den Tusken Raider gehabt. Wobei man dann aber auch wieder sagen muss, wir bezahlen hierfür 20 € und ganz ehrlich, die Sachen sind mir irgendwie einfach zu klein für 20 €. Da gibt es schönere Sachen von Lego Star Wars, die ich mir eben für dieses Geld kaufen kann. Ich hatte jetzt das Glück, diesen Microfighter Doppelpack für 13 € zu bekommen und ich glaube, das ist so ein ganz guter Preis. Ich finde, Lego sollte einfach runtergehen mit den Preisen für die Microfighter. Ja, da gibt es wieder Lizenzkosten und so weiter und so fort. Aber 10 € für sowas hier, wenn ich für 15, meist ja eher so 13 oder 12 € ein Battlepack mit vier Figuren und einem, naja, schon wesentlich brauchbareren Gefährt als das hier bekommen kann, da finde ich 10 € hierfür oder eben 20 € für beide zusammen schon sehr, sehr übertrieben. Wenn es die jetzt zusammen für 10 € geben würde, würde ich sagen, alles klar, ist ein cooler Gag mit den vereinfachten Modellen, aber ansonsten ist das aus Sammlersicht eher nichts. Ihr könnt es ja auch sehen, ist für 6 Plus geeignet, von daher ist das eher mal so ein Mitbringsel, was man kleineren Kindern schenken kann. Von daher würde ich sagen, das Dubek aus dem letzten Jahr immer noch besser als das hier, weil wir da auch eben mit dem Sand Trooper die coolere Minifigur als mit dem T-16 Skyhopper Pilot haben, der für mich eher unnütz ist. Naja, schreibt mir doch mal gern eure Meinung zu dem Set in die Kommentare. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin und tschüss.